Ein besonders altes Navigationsgerät bringt Marc Wiese heute nach Köln. Bevor es losgehen kann, müssen hier die Einzelteile aber erst zusammengebaut werden. Den Kompass habe ich damals bei einer Gastronomieauflösung in Aachen gekauft. Ich habe ihn auch lieb gewonnen im Laufe der Jahre. Da ich in Kürze umziehen werde, würde ich gerne diesen Kompass verkaufen. Mein Wunschpreis läge so zwischen 1.500 und 2.500 Euro. Und ich würde da gerne eine schöne Karibikreise von machen. Hoffentlich geht auch die Expertise in die richtige Richtung. Meistens alles, was so aus der Gastronomie kommt, das sind Reproduktionen, aber der war echt. Wo ist denn der Sven? Sven? Hier unten. Hallo. Ach, da unten. Hallöchen. Hallo Marc, grüß dich. Hallo Marc, der Horst. Oh, da hast du uns aber was Richtungsweisendes mitgebracht. Jawohl. Wo hast du denn das Riesengeschoss her? Bist du zur See gefahren? Nein, bin dein ich Vater, nicht. Dein Vater, dein Großvater. Ich bin Gastronom und habe den mal bei einer Gastronomieauflösung in einem Restaurant erkauft. Ach, jetzt macht er noch ganz auseinander. Ja, den kannst du ganz auseinander. Den kann man eigentlich. Ja, weil ich glaube, der Sven guckt nämlich jetzt nach, ob das ein Original ist. Mhm. Oder ob es ein reines für Dekozwecke nachgebautes Gerät ist. Okay. Weil da gab es nämlich ganz viele Lokale, die hatten alles Mögliche da stehen. Weißt du noch, was du bezahlt hast damals? Das war ein Gesamtpaket, also das kann man so gar nicht betiteln. Hast du den Rest schon verkauft? Nö, noch nicht, noch nicht. Also es ist das Erste, danach ja, richten richtig. Sich die Preise für den Rest nachher, ja, den du weggeben genau. möchtest. Schauen wir mal. Ja, bin ich mal gespannt. Aber jetzt erzähl uns erstmal, der Sven, einiges über diesen schönen Kompass. Ja. Weil ich glaube, du hast ihn schon kaputt gemacht. Ne? Mhm. Das hängt auf einmal schräg. Das hängt schräg, aber ich probiere es gerade wieder. Durch die Bewegung hat er sich wahrscheinlich... Das ist mal umgedreht, dann war das noch... Vielleicht einmal... Ach, guck mal da. Der Kart. Ich krieg schon gerade Schweißausbrüche, du. Ich denke, da, jetzt haben wir was gekauft vom Team Bares Ferraris. Ja, ne? Müssen wir alles sparen. Ja, du hast schon nasse Hände. Ja, habe ich schon. Ja. Warum ist das so wertvoll? Nein, das ist nicht so wertvoll. Ich habe jetzt echt Panik gehabt, dass er kaputt ist. Aber normalerweise rutscht dieses, sage ich mal, Kompassblatt aus Pergamentpapier nicht runter. Was fehlt denn hier entscheidend? Fällt dir was auf? Ja, da fehlt eigentlich der Zeiger, wo Norden ist. Die Kompassnadel, ne? Ja. Mhm, da würde er auch nicht runterrutschen letztendlich. Und dann würde das Blatt nicht runterrutschen. Also, hier steht sogar gleich der Hersteller. Das ist Kelvin Bottomley & Braid aus Glasgow in Schottland. Und die haben diese Schiffskompasse hergestellt. Mhm. Ne? Tatsächlich wurden die ab 1909 bei der Navy dann auch benutzt. Wir haben hier diesen großen Standfuß, der aus Mahagoniholz ist. Mhm. Und dann haben wir diese beiden großen Kugeln noch mit dabei. Wofür sind die Kugeln? Backbord, Steuerbord. Nein, die sind zum, wegen den Magnetfeldern. Okay. Ne? Genau, Kompensationskugeln. Okay. Weil zu der Zeit waren diese Schiffe schon aus Stahl gefertigt. Und wenn du da jetzt letztendlich einen Kompass gehabt hättest, hättest du Irritation gehabt. Und diese beiden Weicheisenkugeln oder auch Kompensationskugeln wurden zum Ausgleich benutzt. So, damit der Kompass letztendlich nachher auch wieder stimmte. Schade ist ja halt, wie gesagt, die Kompassnadel fehlt. Man müsste jetzt gucken, wie das Original aussah und dann könnte man die nachfertigen. Mhm. Aber in der Regel wird sowas tatsächlich nur als Dekoration genutzt. Eins ist aber jetzt geklärt. Das ist ein Original. Das ist ein Original. Und es ist kein nachgefertigtes Teil. Nein, nein, Teil. Das ist Original. Ich gehe noch mal kurz rum. Ein paar Dinge sind natürlich nicht mehr in Ordnung, weil ich sehe, hier oben sind unterschiedliche Schrauben drin. Ja, da hat meiner dran rumgeschraubt. Aber wie gesagt, wahrscheinlich lag die... Ich kann mir sogar vorstellen, dass die Kompassnadel eventuell hier unten drin liegt. Genau. Ja. Okay, die Abdeckung, die wir jetzt haben mit dem Schaufenster, hier kam Beleuchtung rein. Mhm. Konnte mal Kerzen oder irgendwas reinstellen, dass du dann nachts halt auch was sehen konntest. Die Haube ist nicht mehr in so schönem Zustand, ist aus Messing gefertigt. Also da haben einige dran rumgekloppt. Könnte eine ganze Ecke schöner sein. Da liegt aber so einiges im Argen. Keine guten Nachrichten für Marc. Was wäre der unterste Preis, wo du sagen würdest, komm her, die Schlepperei tue ich mir nicht an. Kommt nicht mehr ins Auto, nicht mehr in den Keller zu Hause, sondern bleibt hier. Also Wunschpreis wäre 1.500 bis 2.500 Euro. Das wäre der Wunschpreis. Ja, ja, ja. Ich möchte für diesen Kompass hier ansetzen, im Maximumfall 800. Okay. 800 Euro? 800 Euro, das sehe ich als realistisch an. Mhm. Das ist Geld, was jemand ausgibt, um es sich dann wirklich tatsächlich in der Ecke zu stellen. Er wird es nicht herrichten, weil dafür ist die komplette Grundsubstanz zu schlecht. Würdest du ihn dafür hier lassen? Ja. Dann ist gut. Weil ich muss halt immer nur wissen, bevor du oben sagst bei 900, nee, 2,5 haben wir gesagt, das wäre doof. Okay. Ja? War mir ein Vergnügen. Da geht's schon mal lang. Dankeschön. Tschüsschen. Da waren halt viele neue Informationen für mich und ich habe halt jetzt gesehen, dass auch das Objekt nicht mehr so toll in Ordnung war, dass halt auch kleine Fehler bei waren und deshalb denke ich, dass 800 Euro ein reeller Preis für mich sind. Hallo?
Hallo, mein Name ist Dichter von Bares für Rares. Ich bin dein Vater. Boah. Ich bin einfach mal gespannt, was die Händler mir jetzt bieten. Ich weiß, was der Experte geschätzt hat und bin jetzt einfach voller Spannung, was oben halt vor sich geht. Gespannt sind auch wir. Die Expertise lag immerhin bei 800 Euro. Guten Tag. Hallo. Hallo zusammen. Grüß Gott. Also ich hoffe ja, du hast das nicht auf dem Flohmarkt gekauft, weil dann kannst du uns auch nicht helfen. Was ist das? Das ist ein Schiffskompass von 1903, der auf Kriegsschiffen gestanden hat, in Glasgow produziert wurde. Was da fehlt, ist die Kompassnadel, die wahrscheinlich unter dieses Pergamentpapier gerutscht ist. Aber ja, wie kommen wir denn jetzt an die Nadel dran, dass das Ding wieder funktioniert? Also ich sehe es an Waldis Gesichtsausdruck. Das ist was Kurioses und auf solche Klauen steht er und da gibt er auch Heidengeld für aus. Kann man rausnehmen, müsste man nur die Schrauben lösen und wahrscheinlich liegt sie dann da drunter. Ja. Auf jeden Fall dekorativ. Ja. Geilen Briefkasten kannst du draus machen. Ja. Oben reinwerfen, hängen so ein Klapp drin und da hältst du Passeros. Nee, das ist dekorativ. Auch in einer Boutique kann ich mir das gut vorstellen. Ja, ich fange mal mit 80 Euro an. Ich mal schau mal. 200. 250. 300. 350. 400. Hey, wie seid ihr denn drauf? Liegen wir noch weit entfernt. Oh. Oh. 450. Sind wir denn jetzt schon ein bisschen näher bei dir? Ja, komm jetzt. 500 ist mein letztes Gebot. Uiuiui. Zu wenig, muss ich sagen. Ach komm, jetzt stell schnell so an. Ja, jo, Dinge, willst du den Prügel so wieder mitnehmen? Ja, würde ich gerne dann wieder mitnehmen. Wo sind deine Schmerzgrenzen? Na, 900. Nee, die kriege ich ja, wenn ich ihn verkaufe. Boah, kriegst doch mehr für. Nee, kriegst du nicht. Eigentlich in der Eifel. Ja, das ist, ich spiele überall. Ich spiele nicht nur in der Eifel. Nee, 900 ist mir zu viel. Ich sag noch mein letztes Wort, 55. Ich guck mal, das Kissen. Das ist der Wald, der leichter tut, bin ich raus. Kann ich mal reinschauen. Das kann man nicht auch komplett noch rausnehmen. Aber du bist sicher, dass die Nadel da drin ist? Ich hoffe es. Sag jetzt nichts Falsches, so ganz sicher kannst du da auch nicht sein. Nee. 100% kann ich es nicht sagen, ob die unten drin liegt. Mir geht es ja jetzt nur um den Preis. Der Prügel ist auch noch schwer da drin. Ne? Können Sie ruhig mal auf den Tisch stellen. So, jetzt gucken wir erstmal, ob die Nadel da Pass drin auf, ist. Dann verschiebst du das ganze Pergament jetzt. Vorsicht. Oh, ja, dann Vorsicht, ist. Vorsicht. So, das wird halt immer billiger, das Ding hier. Immer teurer, würde ich sagen. Aber da unten raschelt auf. Das hier sehen wir. Ja, jetzt hängt ja die drin. Spitze muss nur einmal ins Pergamentpapier kommen, dann ist kaputt. Auf jeden Fall fliegt da irgendwas dran rum. Ja. So. Tut's weh, Walter? Hey, aber ich bin hier für dich am Arbeiten. Ich seh's. Das kann das ja eigentlich nicht sein. Jetzt komm, jetzt mach doch mal einen vernünftigen Preis für das Ding. 800. Nee, ist mir zu viel. Ja, jetzt sind 150. 800 ist meine Schmerzgrenze. Ja, ich sag dir jetzt meine Schmerzgrenze. Liebe Leute, bin ich gar nicht mehr im Rennen, oder was? Oh, der Wolfgang ist auch noch dabei, aber ich mach das lieber hier vorne. Ich auch mal gern, was die Kollegen noch von dir sagen. Ich sag nichts mehr. Ich weiß, er hat die Kundschaft dafür. Wissen Sie, es ist ja so. Ich habe im Kopf momentan keine Kundschaft. Er hat sie wahrscheinlich schon. Er hat es wahrscheinlich schneller verkauft. Also, was ist das Letzte? Jetzt machen die. 600. Ich kann noch einen 20er drauflegen. Nee, 7, komm. Mach mal 7. Ich nicht. Treffen uns in der Mitte und fertig. Dafür ist das Risiko mir zu groß. Aber dafür ist es einzigartig. Das ist ein Objekt, was du vielleicht einmal in deiner Laufbahn angeboten bekommst. Komm hier vorne hin, 620 und dann sind wir 650, uns. Komm. Zack. Ja, komm, 650. So. Tja, Waldi, deine Hartnäckigkeit hat sich letztendlich ausgezahlt. 500. Jawohl, ein super. Griff. Vielen Dank. Dann bedanke ich mich. Lass aber die Adresse hier, die Nadel nicht drin ist, ne? Kriegen wir viel wieder. Machen wir. Okay, also, zusammen. Vielen Dank. Marc sollte sich damit zufrieden geben, weil er hat es nicht mehr um die Ohren. Weil solche Objekte lassen sich sehr schwer verkaufen.
Da war schon ein knallharter Geschäftspartner. Wir sind uns preislich relativ schwierig nahe gekommen. Das Ding ist dekorativ und flexibel. Dekorativ und flexibel? Was ist an dem Teil bitte flexibel? Da brauchst du mal eine Briefkasten draus, der hat keine Sau in der Eife. Ja, war schon eine harte Verhandlung, mit 50 Euro angefangen und mühselig erkämpft, dass ich doch 650 bekommen habe. 800 waren geschätzt, ich denke, dass das ein ganz reeller Preis ist. 150 Euro rauf und runter, passt schon. Ja, will ja auch noch ein bisschen drauf verdienen und ich bin ganz happy damit.